14 Uhr. An früheren sonnigen Schwörmontagen war die Donau schon um diese Zeit ein Farbenmeer. Heute sieht es eher karg aus. Ein ungewohntes Bild für die Sicherheitsmitarbeiter Christoph Sandwald und Ali Muharemovic. Bisschen enttäuschend jetzt, gell? Das Normale ist schon voll. Wie geht's denn los überhaupt? Ja, ich glaube 14:30 oder 15, glaube ich, oder irgendwas um den Dreh rum. Ja, heute ist Schwörmontag, der Nationalfeiertag Ulms. Und heute nicht so gesegnet vom Wetter. Von den Temperaturen ist es besser als die letzten Jahre, weil es brütende Hitze war. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt warten wir noch bis spätestens 14:30, bis wir Bescheid kriegen, ob das Nahbaden überhaupt stattfindet. Wir müssen vorrangig jetzt dann darauf schauen, dass auch schon vorher Wildbadende, die auf dem Wasser sind, da wir Blitzschlaggefahr haben, wenn Unwetter sind, dass die vom Wasser runterkommen. Denn bei einem Blitzeinschlag ins Wasser wäre das für die Schwimmer lebensgefährlich. Deshalb kontrollieren die beiden die Ufer. Uhr. Binnen Minuten füllt sich die Donau. Es gibt kein Halten mehr. Christoph Sandwald und Ali Muharemovic behalten deshalb das Treiben am Ufer im Blick. Jungs, hier ist kein Zustieg. Ja. Ihr dürft hier nicht rein. Can you speak English? There's no entry here and no exit. Ah. Entry is on the front. Hey, man. And exit is down here. They say entry is from the front. Not here. You have to go from there. Come inside. Come this side. Yeah. No, it's okay. They can go. It's no problem. But then how would we go? It's ours. You can run down and he can go to the 200 meter. 200 meter down. And bring them this. Okay. Wir haben extra vorbereitete Stellen, wo man raus kann. Die sind auch Leute von uns, die mithelfen. Weil hier ist zu gefährlich. Die ganzen Steine sind rutschig. Dass jemand zu Sturz kommt, sich den Kopf aufschlägt oder so, das ist viel zu gefährlich. Der träge Fluss hat sich in eine bunte Partymeile verwandelt. Kein Wunder. Viel Spaß beim Nahbader. Und das lassen sich die Leute nicht zweimal sagen. Nass von unten, nass von oben. Egal. Die Ulmer lassen sich die Laune nicht verhageln. Mega geil, wie immer, jedes Jahr. Hey, alle haben euch Fragen stellen. Was? Ja, klar. Bodenlos geil. Mega ausgelassen, mega gut. Was habt ihr? Was sagst du mit dem Nahbaden dieses Jahr? Das ist richtig geil, ist ein bisschen nass. Aber das ist ein bisschen nasser als sonst. Aber sonst ist es ziemlich cool, muss ich sagen. Sensation. Feucht fröhlich. Wie ist die Stimmung hier? Super. Ja, es ist sehr nass, aber es ist. Du bist schön. Du bist auch unfassbar schön. Ihr seid beide schön. Du bist noch schöner. Danke. Sehr geil. Ja. Wir sind ja dafür die Leute, dass sie Spaß haben. Dann helfen wir natürlich auch gerne. Auf ihrem Weg entlang des Ufers bespritzen Feiernde die Zuschauer mit Wasser. Ein No-Go beim Nahbader. Leute, hallo, hallo, hallo. Kein Wasser auf die Leute. Kein Wasser. Ja, wenn ihr das Handy draußen habt, ist nicht so witzig, wenn es nass wird. Danke. Also die Regel vom Nahbaden ist, dass die Leute sich auf dem Wasser gegenseitig nass spritzen und die Boote gegenseitig mit Wasser teilweise versuchen zu befüllen. Und dann Kleinkrieg herrscht auf dem Wasser. Aber man soll die Leute am Rand in Ruhe lassen, weil
nicht jeder möchte nass gespritzt werden. Wenn ich hier mit dem Handy stehen würde und würde einen Eimer Wasser abkriegen, das wäre für mich auch nicht so prickelnd. Deshalb versuchen wir hier da ein bisschen da entgegenzuwirken, indem wir die Leute ansprechen, sie sollen bitte nur sich gegenseitig auf dem Wasser dann bekriegen, bitte. Außerdem nicht erlaubt, hier aus den Booten auszusteigen. Wollt ihr raus, oder? Ja. Müsst ihr da drüben rüber gehen. Drüben kann man rausgehen, hier nicht bitte. Ist zu gefährlich, weg am Abrutschen. Okay. Also direkt gegenüber. Direkt da drüben, ja. Da kann der. Das sind noch ein paar andere Ablegestellen, wo man raus kann. Genau. Auf unserer Seite auch, gell? Da unten, genau unten, an dem Turm. Ja, okay. Gleich nach dem Turm. Boote, die den Weg blockieren, sehen die Sicherheitsmitarbeiter ebenfalls ungern. Leute, ja. Könnt ihr schnell wie möglich die Boot, Treppe hoch, oben. Raus, ja, erste habt ihr falsche Punkt rauszukommen, weil da unten ist der. Ja. Bitte, dass die Leute nicht stehen. Neben dem Uferweg sichtet Ali Muharemovic das erste Nabader Opfer. Chris! Ich muss hier absichern, weil der jemand braucht ja. Hilfe, weißt du? Deswegen schneller. Einfach den mit Boot und keinen Stau, dass die Leute arbeiten können. Also zum Aufgabenfeld dazu gehört auch, wenn was passiert, wie jetzt in dem Fall der. Ich weiß jetzt nicht, was genau passiert ist. Ich habe jetzt nur gesehen, oder wir haben festgestellt, dass jetzt da hier Sanitäter waren, die zugange waren mit dem Verletzten. Und wir schirmen dann quasi die Schaulustigen und auch die Boote hier vorbeitragen ab, dass die in Ruhe ihre Arbeit machen können, dass dann nichts noch zusätzlich passiert und vor allem sich hier auch nichts staut und vor allem keine Videos oder irgendwelche Bilder oder was gemacht werden. Aber danke für deinen Schutz. Hier ist kein Ausstiegpunkt. 150 Meter weiter unten. Mit Boot. Ja. Das bitte euch. Ihr könnt ja nicht jeden. Wir haben so. Rausnehmen wir das? Nee, jetzt auch nicht. Weil wir haben genug da Probleme, wo die Leute Hilfe brauchen, da mit Boot hier durchlaufen. Ja, mach los. Dann passt. Da bei dem Turm, gleich hinter dem Turm, ist der Punkt, wo wir aussteigen können. Einige Meter weiter versucht die Gruppe erneut ihr Glück. Hallo, habe ich gerade 10 Meter von hier gesagt. Habe ich gerade das 10 Meter hier Unterschied. Da unten. Lassen Sie Boot rein. Da unten, wirklich. 200 Meter flussabwärts gibt es eine eigens angelegte Ausstiegsstelle. Trotzdem hören die Jugendlichen nicht auf Ali und steigen nebenan an Land. Jungs, Mädel, ich habe nichts gegen euch. Ja, ich habe auch nichts gegen dich. Nein, aber wenn jemand Hilfe hier braucht, in dem Fall jetzt hier, sehen Sie, das ist erste Hilfe. Ihr macht den Stau, dass die Sanitäter nicht durchkommen. Und ihr solltet da, wenn ich euch dreimal sage, da unten, das vierte Mal will ich nicht sagen. Und komm schnell das Boot weg, weil das Sanitärauto muss kommen. In dem Moment bin ich der Böse, weil ich den Spaß klaue. Aber für mich lieber nehme ich das Einkauf, dass ich böse bin, als dass was passiert. Sicherheit geht vor. Um den Patienten schnellstmöglich abzutransportieren, müssen Christoph Sanwald und Ali Muharemovic den Uferweg jetzt frei bekommen. Leute, schaut, dass er die Boote schnellstmöglich hier wegkriegt. Wir haben hier einen Notfall. Ihr müsst da weg. Oh shit. Wir machen hier gleich alles raus. Ja. Sorry. Passt. Lass mich wirklich sehen. Mit der Hilfe von Christoph und Ali startet der Krankentransport. Bitte auf die Seite gehen. Bitte zur Seite, bitte die Treppe frei machen. Kannst du bitte hoch gehen, dann kommt die jetzt. Danke. Großräumiger, bitte Platz machen. Jungs, Zelt umdrehen. Bitte auf die Seite. Vorsicht, auf die Seite. Ja, wir haben jetzt den Krankentransport abgesichert. Den haben sie die Treppen hier hochgetragen, mussten dann alles freiräumen. Auch dass hier der Rettungswagen mitten in der Menschenmenge stand.
dann absichern, dass keiner verletzt wird, weil die Leute natürlich jetzt mittlerweile schon stark alkoholisiert durch die Gegend torkeln und auch schlecht hören mittlerweile. Deshalb haben wir jetzt hier mit der Polizei in Zusammenarbeit, was wir eigentlich immer sehr viel machen, die Bereiche abgesichert und haben jetzt dafür gesorgt, dass der Rettungswagen hier ungestreift und unbehindert durchkommt. Für den Patienten geht es ins Krankenhaus. Christoph Sandwald und Ali Muharemovic sorgen weiter am Ufer dafür, dass alle sicher feiern.